Da sind wir wieder. Ey, jetzt sind die Feiertage vorbei, jetzt haben wir endlich Zeit, wieder was zu machen. Es war furchtbar. Entweder bin ich krank im Bett gelegen, ja. Oder was auch war, weswegen ich dann ehrlich gesagt nicht so viel Motivation hatte, etwas zu machen. Meine Großmutter war im Krankenhaus mit 91. Oh, da hinten ist ein Schrein. Gleich mal markieren. Da geht es aber soweit wieder gut. Aber... war alles ein bisschen... ein bisschen matsch und ein bisschen anstrengend. Also dann so ein bisschen auf... ja. Leider darauf zurückwirkte, dass ich dann halt nicht viel gemacht habe. Wir müssen noch ein paar Drachentränen holen. Und da unten sehe ich einen Krog. Fällt mir ein? Wir könnten unsere Krogmaske aufsetzen. Die Verlinkung ist nach wie vor drin, für jeden neuen Schrein, den wir haben. Aber ihr seht es unten in der Beschreibung. Da haben wir die Liste drüber, falls ihr was Bestimmtes sucht. Es ist auch jetzt die letzten Tage ultra anstrengend irgendwie. Irgendwie alle noch was von dir wollen. Also ein paar wissen das ja, ich mache ja, ich verdiene einen Teil meines Einkommens mit Wrestling, ja. Also ich kämpfe aktiv im Ring. Und jetzt gibt es halt ein paar Leute, die hatten schon, also die haben sich von einem ehemaligen Wrestling-Liga-Partner getrennt. Also die hatten früher eine Liga und die wollen jetzt eine neue Liga machen. Und da haben wir jetzt noch Gespräche, da müssen wir noch Sachen abklären. Und die haben mich halt gefragt, ob ich da mitwirken will. Und ich bin immer für Abenteuer offen. Deswegen ich halt nicht Nein sage, ja. Ah, es hat noch jede Menge dann in die Richtung zu tun. Ist da irgendwas? Nee. Und es sind halt jede Menge Besprechungen jetzt am Ende des Jahres noch, ja. Hey, ich sag's euch. Ich bin so froh, wenn das jetzt vorbei ist, das Jahr, dass ich einfach mal... Es wird halt nicht weniger, weil... es sind ja für nächstes Jahr wieder Sachen geplant, ja. Das ist die Japan-Tour jetzt da im Raum wieder. Nachdem ich soweit wieder fit bin. So ein Mistkerl. So. Nice. Das sind halt einfach sehr viele Sachen, die anstehen. Ich möchte trotzdem wieder hier ein bisschen mehr weitermachen. Das Ding ist... ich habe jetzt lange auch nicht mehr gestreamt. Das sage ich jetzt auch warum. Einfach... ja, das wahrscheinlich. Ich werde noch einen Stream machen dieses Jahr. Das ist auch nochmal sagen. Aber den letzten Stream, den ich hatte, war halt so, wenn Stammzuseher vorbeikommt und dann sagt, ja, warum machst du das? Du bist doch gar nicht so groß. Also, das Hemd halt... ja, ich weiß das. Das brauchten wir halt nicht unter die Nase reiben. Also wir haben, wenn es gut geht, 4, 5 Zuseher, vielleicht 10 mal. Aber, hey, das ist einfach uncool, ja. Das hemmt so die Stimmung. Man kann doch einfach in den Stream kommen, Spaß haben, ohne dass man irgendwie blöd dissen muss, ja. Erstmal zu weit weg noch, da will ich noch nicht hin. Aber ich merke mir den mal. Ach, hier ist schon der Eingang. Sonnenflecken auch hier, oh. Eine Ausdauerschrecke.
Ja, und das sind also Sachen. Ich denke mal, ich mache das halt einfach, weil ich es mache, ja? Hm. Die Frage ist, der drunter oder drüber? Ich glaube, der ist wahrscheinlich drunter, oder? Der ist auch ziemlich safe darunter. Oder vielleicht auch nicht. Okay. Da habe ich mich getäuscht. Ja. Ich habe mir auch für... Ich weiß noch nicht, wie ich es mache, ja? Aber ich habe mir für 2024 vorgenommen, dass ich halt auch viel mehr Videos machen will. Und auch so Real-Life-Videos ein bisschen mehr machen will. Einfach, ich mach das halt gern, ja? Da geht's mir einfach darum, dass ich es gern mache. Natürlich ist das dann immer ärgerlich, wenn dann jemand kommt. Auch wenn es ein, wie gesagt, Stammseher oder so ist. Und dann irgendwie was Blödes schreibt oder so. Ja, come on, wir brauchen auch nicht erzählen. Also, die Leute konsumieren halt Content, der... Also, ich bin ja nicht blöd, ja. Die Leute konsumieren halt Sachen, die von Leuten sind, die weit größer sind als ich, ja. Aber warum soll man es dann einfach einen mies machen? Ich verstehe das nicht, warum man immer allen... Die Musik passt mir voll gut dazu. Immer allen etwas mies machen muss. Zum ersten Mal im Laden, ja? Auch keine schlechte Wahl. Aber wenn du schon mal hier bist, solltest du auch etwas Monster-Essenz mitnehmen. Der einzige Laden, den es verkauft wird. Oh, okay. Ich kaufe mal von denen alles. So, dann die Pfeile. Nehmen wir auch alle. Monster-Essenz. Nehmen wir auch alle. Darauf ist Verlass. Papunta zerlegt das. Hast du es jemals bereut, einfach irgendwas wertvolle Waffen oder ein schönes Schild verbunden zu haben? Oh! Du zerlegst das. Ganz fix heißt es Tata und dein Zeug ist wieder genau, wie es mal war. Nice. Nur 20 Rubine. Aktuell brauche ich nichts zerlegen lassen. Ja gut, das vielleicht, aber... Sonst brauche ich gerade nichts zerlegen lassen. Bin aktuell happy mit meinen Waffen. Können wir eigentlich hier auch machen? Oh! Jetzt sehe ich, was da oben ist. Da oben ist es. So, komm her. Einer noch. Vorher nicht gesehen, den Stein. So, her mit dem Grog. Hey, das ist ein gutes Versteck. Und ich glaube, ich habe auch jetzt noch mehr Grogs. Wir können uns da was wünschen.
Wir können die Ausdauer voll machen. Nice. Okay. Ich hab gedacht, vielleicht kriege ich da was. Da ist das. War das der Treffpunkt? Triffst du dich mit jemandem? Ihr wollt euch an der frischen Luft treffen mit deinem Schatz? Oh. Schauen wir mal rein. Oh je. Ah, tritt heran, mein Sohn. Merkst du, dass du diese Tageszeit ein Gasthaus besuchst? Somit bist du ein nachtaktiver Indianer. Schon ein wenig. In diesem Dorf kommt das Volk aus allen Herren Ländern zusammen. Aber bei mir soll jeder angenehmen Schlaf genießen können. Unabhängig von der Herkunft oder Status bei Göttin Halias Gnade. Nun denn, mein Sohn. Vom Schicksal hierher geführt, benötigst du einen Platz zum Übernachten. Ein Wasserbett. Ein besonderes Bett. Oh. Brauche ich aktuell tatsächlich nicht. Bin neugierig, ob sich hier irgendwas versteckt bei dir. Aha, aha. Ganz so viel. Ganz so viele Betten hat er aber nicht. So, wer ist denn hier zu Hause? Hier gibt's auch nichts versteckt. Nope, nope, nope. Das erinnert mir ein wenig so die ganzen Schränke in ihm so an, Dragon Quest. Ah, ich weiß, was ich den Hund geben kann. Dragon Quest ist nämlich immer so, du musst in jeden Schrank schauen, da findest du so viel Sachen. Schau mal. Magst du das? Du zeigst mir sicher einen Schatz. Ja. Reicht das für einen Schatz? Okay, das reicht für einen Schatz. Okay. Ich folge dir. Ja. Aha. Ah, hier. Nice. Guter Togo. Hätte ich komplett übersehen. Nice. Jeder will ein Traumhaus, das ist klar. Ganz fix steht ein Traumhaus da. Oh, entschuldige bitte. Hast du das beim Baumunternehmen Dumpster zu erledigen? Wie scheint sind der Direktor und seine Frau und dann nämlich etwas im Stress. Im Stress? Und uns, die Dumpster-Familie, soll sich ziemlich in den Haaren liegen. Und nein, es ist so Dumpster und seine Tochter, das ist die kleine Mathilda, weißt du? Jedenfalls liegt es an den Geräuchen, was Gebräuchen der Heimat seiner Frau. Das ist übrigens eine Gerude und heißt Paula. Ja, die hat mein Breath of the Wild verkuppelt. Du redest ja über Dinge, ja? Erzählst mir alles. Zerbricht dir nicht den Kopf. Gestern hat sie noch ganz glücklich davon gesprochen. Meinst du nicht, du übertreibst ein wenig? Ich kann verstehen, dass du über Mathildas Umzug besorgt bist, aber...
Und Harry hat erzählt, dass Mathilda in letzter Zeit merkwürdig fröhlich ist. Vielleicht zwingt sie sich dazu. Es dauert ja nicht mehr lange, dann wird sie abgeholt. Oh. Na, hör aber auf. Durch dein Verhalten machst du Mathilda den Abschied nur umso schwerer. Diese Reise ist ein bedeutendes Ereignis im Leben einer Gerudo. Also lass sie uns auch dementsprechend verabschieden. Oh. Recht hast du, hm? Ein bedeutendes Ereignis, das wir groß ver... Hä? Ein Kunde. Nicht nur ein Kunde. Das Bauunternehmen Doomster heißt sie herzlich willkommen. Sind sie auf der Suche nach ihrem Traumhaus? Dann stellen sie sich mit uns zur Verfügung. Erkennt mich doch, ich habe mich verkuppelt. Mhm. Allerdings müssen sie sich leider etwas gedulden. Oh, du bist oh. doch... Ja, ich bin's. Taburasa wächst und gedeiht prächtig dank deiner Hilfe. Es leben hier Leute von überall her. Glücklich in Frieden. Und wir haben eine Tochter bekommen. Sie ist ein Schatz und sieht mir so ähnlich. Ach, Mathilda. Reiß dich zusammen, Dummster. Tut mir leid, wie du siehst, haben wir gerade viel um die Ohren. So, Bauder, ich mache mir jetzt wieder an die Arbeit. Vielleicht fällt mir dabei ja noch ein, wie wir es Mathilda leichter machen können. Ja, was ist denn mit dem Kind? Meine Tochter, Mathilda, weißt du? So liebenswert und sieht meiner Frau Powder und mir so ähnlich. Doch bald wird Mathilda nach Gerudo-Stadt aufbrechen, die Geburtsstätte meiner Frau. Die Gerudo haben ein Gesetz. Bis zu einem bestimmten Alter dürfen sie nicht mit Männern in Kontakt treten. Solange sie noch jung sind, ist es kein Problem. Aber haben sie ein gewisses Alter erreicht? Nun, dann kommt jemand aus Gerudo-Stadt und holt sie ab. Angeblich ist der Aufenthalt der Gerudo-Stadt eine große Ehre für eine Gerudo. Und Mathilda scheint sich auch schon sehr darauf zu freuen. Deshalb wollte ich eine große Abschiedsfeier für sie veranstalten. Doch ich hatte keine Ahnung, wie schwer so etwas einem Vater fallen kann. Ach, bitte verzeih mir meinen Ausbruch. Ich muss zurück zum Projektgelände. Nur zu gern würde ich noch mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen, bevor sie abreist. Ich habe leider alle Hände voll zu tun. Meine Frau auch. Ich kann keine weiteren Aufträge annehmen, weil der Umzug sie wohl stark in Anspruch nimmt. Wünscht jemand für, wird Mathilda etwas Gesellschaft leisten. Er fühlt sich wenigstens nicht so einsam. Oh. Ich sehe da hinten einen Stein. Was mache ich mit denen? Die Gerudo Wüste ist trocken, dort regnet es fast nie. Aber so heiß es tagsüber ist, so eiskalt wird es nachts. Ich sollte dir reichlich warme Kleidung einpacken. Ich habe dich gar nicht bemerkt. Ich denke darüber nach, was ich meiner Tochter für den Umzug mitgeben soll. Sie möchte so gerne noch etwas Zeit mit den Leuten hier verbringen, bevor sie sich wegzieht. Sie lernt so fleißig in ihrem Zimmer. Okay, wir schauen mal nach. Sobald meine Tochter umgezogen ist, werde ich wieder Bestellungen für Traumhäuser entgegennehmen. Okay, das Lager, da kommt man gerade nicht rein. Was ist mit dir? Hast du deine Unterhaltung mit Direktor Doomster schon beendet? Er schien vorher so beschäftigt und da du reingegangen bist, weil ich einfach hier gewartet und bin eingeschlafen. Ich habe dich vorher schlafen sehen, red doch nicht. Ich bin hergekommen, weil sie Helfer zum Einsammeln der Sonarbauteile suchen und zum Wegschaffen der Trümmer, die auf dem Projektgelände des Bauunternehmens gefallen sind. Schlaf weiter. Schlaf einfach weiter. Ich werd mich schon drum kümmern. Furchtbar. Okay, das ist ihr Zimmer. Aber sie ist hier allein in dem Zimmer. Ich weiß nicht, wo die Eltern schlafen. Oh, sie sieht den beiden irgendwie wirklich ähnlich. Guten Morgen heißt Savota. Hallo heißt Savak. Und auf Wiedersehen heißt... Wie lautet das Wort? Das mich aber erschreckt. Ich habe schon gedacht, du wärst hier, um mich abzuholen. Ich lerne ganz fleißig, weil ich schon bald in Mamas Heimatort ziehen werde. Da spricht man nämlich eine wundervolle Sprache der Gerudo. Und weil ich allen hier im Dorf auch was davon beibringen möchte, muss ich ganz viele neue Wörter auswendig lernen. Magst du auch die Sprache der Gerudo lernen? Dann kommst du genau zur rechten Zeit. Ich wollte gerade Großmutter Monari eine kleine Unterrichtsstunde geben. Komm doch einfach mit. Mit meiner Hilfe sprichst du bestimmt auch bald fließend Gerudo. Dieses Mal werde ich eine Gerudo-Vokabeltest mit Großmutter Monari machen. Das ist nicht auch was für dich? Okay.
könnte man mitkommen. Wo geht sie denn hin? Ist das ihre Großmutter? Oder ist das der... Au, oh, das ist doch der Ding! Kennen wir davon woanders? Alles in Ordnung. Ich habe dieses Ding mal mitgenommen, weil ich dachte, vielleicht kann man das gut verkaufen. Aber es scheint einfach nur ein komischer Stein zu sein. Ich sollte schleunigst jemanden finden, der... Du... Was willst du? Bist du im Projektgelände? Wenn du die Schwebebahn nehmen willst, muss ich eine Luxusgebühr erheben. Ach. 20 Rubine, das gilt allerdings als Ausnahme. Die allererste Fahrt, und der Stein da? Interessierst du dich für diesen Stein? Ja, der war auf dem Projektgelände vergraben. Ein seltener Stein, also habe ich ihn mitgehen, ich meine, ich habe ihn als kleines Andenken mitgenommen. Das ist mir zu teuer. Geh noch etwas runter. Stein zu verkaufen. Ach, ich hätte ihn kaufen sollen. Du versuchst schon wieder einen Fremden irgendeinen Schund für einen Haufen Rubine zu verkaufen. Das Ding sieht so aus wie ein zu groß geratener Feuerstein. Das kann doch nicht besonders sein. 60, dann 50 Rubine sollten für sowas mehr als genug sein. Nein, versteh doch, das ist ein ehrliches Geschäft. Ja, ja, er will mich abzocken. 50 Rubine. Nein, danke. Siehst du, jetzt ist er sauer, weil du ihm den Stein zu einem Wucherpreis andrehen wolltest. Bumster hat dieses einen auf einmal errichtet, damit wir alle harmonisch zusammenleben können. Du wirst dich noch umgucken, wenn du deine Vision weiter mit Füßen trittst. Geht er nochmal runter? Krieg ihn jetzt gratis? Ich kaufe den Stein. Ja, okay. Für 50 nehme ich ihn tatsächlich. Ein guter Kauf, ja, ja. Von diesem Moment an gehört der Stein dir, jetzt nimm ihn bitte. Wir müssen nur wissen, wo der hinkommt. Bringe den Kristall an Innort da, wenn das Licht zeigt. Okay, dafür musst du Geld verlangen. Machen wir das am besten. Ich kann den halt nicht draufpacken. Ja, dann machen wir uns einfach schnell ein Fluggerät und fliegen mit dem Teil weg. Das nehme ich jetzt mit, weil du mich abzocken wolltest. So. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen die Gewichtsanpassung überlegen sollen. So, lass uns mal hier rüber schwimmen.
Wie mache ich das jetzt am besten? Komme ich da jetzt rüber? Ist auch nichts flach genug, dass ich stehen kann. Ich habe eine Idee. Also. Wir haben da sicher irgendwas, was wir... was auf dem Wasser treibt, so wie das. Das kannst du hier nicht aus der Tasche nehmen. Was? So, hier besser. Hä? Gut. Nice. Das schwimmt im Wasser. Sehr schön. Jetzt nehmen wir mal die Sachen hierher. Vielleicht brauchen wir eher so etwas. Gut, der Stein sinkt. Wundert sich bitte niemand über meinen Baustil gerade, ja? Ich mache gerade das Beste draus. Das Pferd, ihr müsst nur dran glauben. Das ist quasi so ein Mix aus U-Boot und Boot. Aber es fährt. Na bitte, wir kommen noch fast ganz mit der Batterie hin. Zurück ist dann natürlich ein anderes Thema. Aber wir kommen hin. Easy. Da kann keiner sagen, dass wir das nicht geschafft haben. Das war ja fast der richtige Weg. Nice. Wahrscheinlich ist das wieder nur einer, wo man nur was abholt. Da holt man sich nur die Belohnung ab. Idossi Ishiga-Schrein. Den können wir gleich im Untergrund markieren. Ein Diamant. Give it to me.
Ey, muss man irgendwann so Bluetooth-Kopfhörer holen, ja? Ich glaube, das ist vielleicht noch eine Anschaffung. Kann man noch, was ist denn heute, der 28. Dezember? Kann man sich noch Bluetooth-Kopfhörer bestellen? Aktuell habe ich, Ach, sie sind alles so in ihr. Ich hätte gern so eine Kombi, die ich auch anstecken kann. Bluetooth-Kopfhörer, Headset oder vielleicht Headset, Bluetooth-Headset. Da werden Angebote gezeigt, die sehen aus wie richtige Marken, allerdings wie kopierte richtige Marken, hä? Nun ja, da muss ich mal schauen, was ich da finde.